Attentat? Was weißt du über das? Gar nicht. Attentat? Was weißt du über das Attentat? Hey Mann, damit habe ich nichts. Attentat? Was weißt du über das Attentat? Gar. Okay. Also er und Paul sind, wenn überhaupt, dann die Verdächtigen. Glaube ich. Und vielleicht der Schmied, weil man über den Schmied nichts weiß. Paul, arbeitest du auch Tag und Nacht? Arbeitest du für Huno? Arbeitest du für Huno? Ich wollte ein bisschen Gold machen und habe bei Huno angefangen. Aber seitdem kriege ich von Esteban gar nichts mehr. Er hat gesagt, er kann mich nicht mehr gebrauchen. Was bleibt mir übrig, als weiterhin für Huno zu schuften? Sonst alles klar? Sonst alles klar bei dir? Ich will hier nur meine Arbeit machen, Mann. Okay. Gut. Hast du noch irgendwie was zu sagen? Nee. Vielleicht eben jetzt sagen, Emilio, hey, bin ich im Auftrag? Pass auf, ich hab kaum. Okay. Dann halt nicht. Gut, dann gehen wir jetzt kurz zu Juan. Erledigen ihn. Holen dann die Dietriche raus. Und dann mal gucken. Wird schon. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Carlos, hey, hallo. Du. Hey, bist du der Neue, der Franco umgehauen hat? Korrekt. Ja, warum? Weil ich jetzt einen Job übernehmen muss. Hast du ganz toll gemacht, vielen Dank. Bitteschön. Was weißt du über das Attentat? Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Nachdem der Attentäter tot war, hat Torres mich beauftragt, einen neuen Mann ins Lager zu holen. Und Franco hat einen neuen Kerl geschickt. Hey, ich mach nur das, was Torres mir sagt. Über das Attentat selbst weiß ich nichts. Ich hätte das nicht gemacht. Okay. Gut. Gehen wir mal auf und davon. Weil wir müssen ja immer noch ein paar Dietriche holen. Ich weiß zwar nicht mehr, wem ich da das bringen muss. Ach ja, genau, dem Händler. Fisk? Oder so? Geht ja schnell. Ist ja schnell erledigt. Hoffe ich. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, das schnell zu erledigen. Ist ja jetzt nur wieder kilometerweit latschen. Von irgendwas gleich umgehauen zu werden und dann weitersehen. Ja, ja, der Sumpf. Toller Ort. Ich fühle mich hier fast heimisch. Aber nur fast. So, war das hier durch? Ja, ne? Ja. Sieht gut aus. Nein. Wenn, dann wollte ich das hier ziehen. Oh, schon mal bereithalten. Nicht, dass ich dann gleich Leertaste drücke und er wählt dann plötzlich wieder eine andere Waffe aus. Das ist nämlich ganz oft so, wenn ich halt dann neu lade, dass er dann halt erstmal irgendwie was anderes auswählt, was auf 8 liegt oder so. Keine Ahnung. Guten Tag, ich erwarte eine Lieferung. Okay. Dann machen wir es wie folgt. Einfach mal draußen umziehen. Und haben wir ja diesen Ring der Stärke. Da. Das heißt, ich habe jetzt auch mehr Stärke. Das heißt wiederum, ich könnte eine andere Waffe anziehen. Wie viel haben wir jetzt? 83. Könnten wir das hier zumindest mal anlegen. Ist ein bisschen besser als der Schädelpicker. Sollte ich vielleicht speichern vorher? Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt. So viel zu dem, ich erledige es gleich. So, jetzt aber.
So, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Tag. Ich mach dich fertig. Ja, komm. Ja, ist ein bisschen viel, ne? Bisschen viel Schaden, der da rumkommt gerade. Weil sie halt zu zweit sind. Sollte man nicht unterschätzen. Ich mach dich fertig. Ja, komm einzeln, das ist gut. Unser anderer Typ steht da hinten. Finde ich ja nett. Nichts zu holen. So. Speichern. Hat er zwei Pakete dabei? So. Geht doch. Easy. Gar kein Problem. Was gibt's denn hier noch so? Wenn man schon mal jetzt hier reingehen kann. Wir haben hier auch eine Kiste. Mit Fisch und Käse. Wuppdi-du-di-du. Okay. Also sonst nicht wirklich viel. Was war denn das andere Paket? Wenn ich das jetzt wiederfinden würde. Klimperndes Paket, das sind die Dietriche. Dieses Paket ist wirklich schwer. Es enthält einen dicken Stahlklumpen. Mhm. Wen könnte denn dieser Stahlklumpen gehören? Ich habe keine Ahnung. So. Nee, aufmachen kann ich das nicht. Okay. Dann speichern wir nochmal. Jetzt nach der erfolgreichen Beseitigung der Gegner hier. Habe ich eigentlich den Einbanditen hier gelootet? Nein, habe ich nicht. Da ist nichts zu holen. Okay. So, dann gehen wir wieder zurück zum Lager. Geben dort die Quest ab. Und dann habe ich keine Ahnung. Was hier jetzt noch alles rumliegt. Wahrscheinlich könnte ich jetzt auch die enge Quest von den Piraten weiterführen, oder? Hm. Nee, das nicht. Herrenhäuser, ja, kommen wir wahrscheinlich noch hin. Mörder von Angus und Hank. Spioniere bei den Banditen. Ah, okay. Wir sollen ja herausfinden, warum sie hier sind. Das heißt, wir können wahrscheinlich mit dieser Information schon zurückgehen und sagen, hopp, die sind hier wegen Goldmine. Wahrscheinlich würde ich dann aber halt auch dann die Frage bekommen, oder den Auftrag, warum sind sie hier wegen einer Goldmine? Goldminen gibt es bestimmt auch noch irgendwo anders. Finde heraus, was in dieser Goldmine denn so toll ist. Ne? Gleichzeitig würde mich jetzt auch noch interessieren, wenn jetzt hier tatsächlich Emilio der Mörder ist, was ich jetzt nicht zu 100% bestätigen kann, dann würde mich interessieren, wenn ich ihn töte, ob er irgendwas dabei hat, was ihn quasi überführen könnte. Nein. Ah, okay. War gerade verwirrt. Ich habe einfach nur die falsche Taste gedrückt. Ja, ja. Ja, ja. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Ich überlege auch gerade, ob wir irgendwen hatten, der ein Stahlpaket haben wollte. Oder gesucht hat. Ob das jemand beim Piraten vielleicht war. Oder ob wir dieses Paket einfach dem Schmied geben sollen und fertig ist die Kiste. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung.
So, gucken wir mal. Einmal speichern. Okay. Gut. Es wird nicht einfach ihn umgehauen. Gut, ist okay. Hätte mich auch gewundert, wenn ich das einfach machen darf. Ich hatte schon gewundert, dass sie halt nicht die Waffen gezogen haben, während ich meine gezogen habe. Aber gut. Ist dann halt so, ne? Mich brauchst du das nicht zu fragen. Du bist? Also ein normaler Bandit. Guten Tag. Hier ist ein Paket. Ich habe dein Paket. Tatsache. Was ist mit Juan? Er ist tot. Gut. Dann kann er mir keinen Ärger mehr machen. Was dich betrifft, ich habe ziemlich gute Beziehungen zu Huno. Ich werde dafür sorgen, dass du ab jetzt billig an deine Rüstungen rankommst. Außerdem gebe ich dir eine von meinen Waffen. Eine Hand wäscht die andere. Das hat sich seit damals nicht geändert. Okay. Ach so, eine. Ah, okay. Eine Doppelachse irgendwo zu tragen ist aber auch wahrscheinlich nicht so verkehrt. Ach, das ist auch eine Einhandwaffe. Oh, ist der Unterschied. Es gibt keinen. Wenn, dann trage ich dann so eine. Wenn wir irgendwann so weit kommen. So, sprechen wir doch mal mit Huno. Wo ist Huno? Hey, Huno! Huno? Huno! Einfach mal wecken. Ist ein bisschen dunkel hier. Ich brauche eine bessere Rüstung. Fisk hat gesagt, du würdest mir einen guten Preis machen. Fisk, sagst du? Gut, ich schulde ihm noch einen Gefallen. Steht jetzt so nicht, wie viel die jetzt kostet. Ich meine, es würde immer noch nichts bringen, aber hey. Handeln. Was du hast. Ich kann ihm wohl auch nicht das komische Stahlpaket da geben. Was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, aber okay. Gibt es dazu noch irgendwie was anderes? Aber wie löse ich jetzt hier das Problemchen mit ihm hier? Der arme Kerl kann einem leid tun. Wegen dem Auftrag. Pass auf, ich hab noch an. Komm wieder! Der arme Kerl kann einem leid. Ja, für mich ist die Sache klar, Emilio war's. Vielleicht. Wüsste nicht, wen wir hier sonst noch hätten. Es gibt doch hier keine weiteren Personen, oder? Kann ich da lang? Was ist das da? Wichtiger Hinweis. Was für ein wichtiger Hinweis? Hey Leute, Lou ist im Sumpf verschwunden. Wahrscheinlich wurde er von Haien gefressen. Viel schlimmer ist, mit ihm ist auch der Türschlüssel verschwunden. Wer ihn findet, kann Lou's Kram behalten. Hat er ihn zufällig gefunden? Nee, ne? Die Tür kann ich nicht mal anvisieren. Gut, dann ist er irgendwo im Sumpf. Aber irgendwas ist da hinter der Tür, das er gerade hier anvisiert. So, nein, hallo. Hallo. Ah, jetzt kann ich mich wieder drehen. Kann ich hier einfach mal übernachten? Damit es einfach wieder Tag ist, damit es ein bisschen heller ist. Geht anscheinend ganz gut. Cool. Trank, der gehört mir. Trank, der gehört mir. Feldrübe gehört mir. Laborwasserflaschen rum. Ist eigentlich alles, was wir brauchen, oder? Bis auf die Sumpfheizähne. Und wir hören hier irgendwie. Irgendwie, das hier noch rumdoktert. Nicht Sumpfkraut. Spezielle Tränke. Nein. Schnaps brennen. Los, Hammer. Zu wenig Rohstoffe. Okay. Hätte sein können, dass es irgendwie schon fast reicht, aber laut Rezept eh nicht. Aber egal.
Ach, das war der Besen, den ich gehört habe. Ich dachte, die ganze Zeit ist irgendwie ein zischendes Tier.